Herzlich willkommen hier zu einer anderen Spielerei, die ich unbedingt aber auch schon mal let's playen wollte. Und zwar, das Spiel heißt Trine the Enchanted Edition oder Trine. Ich bleib bei Trine wahrscheinlich. Oh Gott, das ist laut. Wir müssen uns beeilen. Ja, ist okay. Dann beeilen wir uns mal. So. Ja, wir fangen hier frisch an. Ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Ich habe nur den zweiten Teil einmal gespielt. Ich spiele hier mit einem Xbox 360 Controller, also nicht wundern. So, wir machen normal HQ-Modus aus, Spiel starten. Ja, klingt gut. Es war einmal in einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen, der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Okay. Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. Okay, ja, hier sind wir dann, hier sind wir die Dieben. So, hier nochmal herzlich willkommen zu Trine. Erste Folge, erstes Spiel, die Enchanted Edition. So, man kann, ich spiele mit 360 Controller, habe ich aber gerade schon mal gesagt. Hier kann ich springen. Ah ja, hier habe ich dann so. Okay, das geht auf beiden Tasten. Okay, und wo schieße ich? Ach, hier, okay. Jawohl, läuft. So, dann schauen wir noch mal. Ach so, das kann ich auch länger machen. Okay. Ja, dann schwingen wir dahinter. Sehr schön. So. Gucken wir mal. Wow! Ach so, das muss so. Okay. Wie komme ich da hoch? Ja, ja, habe ich schon verstanden. Hier. Kann man die Tooltips nicht wegmachen? Ah ja, okay, das kommt nicht in meine Richtung. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hoch? Der Enterhaken greift nur auf hölzernen Oberflächen. Achso, man kann es runterballern. Ja, dann passt er. So, gehen wir mal weiter. Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Okay. Na, Glück. Ich habe ihn. Schauen wir mal. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Na, da schauen wir an. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Bei meinem Hut, ich muss entkommen! Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Also der Zauberer ist quasi der Draufgänger.
Hey, bleib hier! Ja, natürlich! Weg da, Kiste, ich will meinen Trank haben. So, Erfahrung. Okay. Der kann nur zaubern. Da muss ich hier das Scrollrad mitführen. Dann nehmen wir mal die Kiste hier. Okay, jetzt stehe ich im Weg. So. Stellen wir die mal hier hin. Komme ich da schon hoch? Oh, oh doch. Bisschen näher her, das Ding. So, schauen wir mal. Jawohl, geht doch. Jumpen mal da. Uah, was war das denn jetzt? So, nochmal. Ja, geht doch. Oh, was war das denn? Mana-Trank. Sehr geil. Da hängt ein Brett. Ah, nice. Da ist noch einer. Okay. Da, schauen wir mal weiter. Sehr gut. Okay. Was steht da? Zeichne ein Quadrat und lasse es los. Hä? Ja, okay, es war ja auch kein Quadrat. Ah, was passiert jetzt? Ach so, hier geht die Tür auf. Okay, okay. Ich will aber noch nicht raus hier. Ich will hier erstmal hoch. Okay. Machen wir mal hier auch ein. Ach so, dann verschwindet der Alte. Die kann ich so groß machen, wie ich will. Verstehe, verstehe. Wie komme ich denn da hoch? Ah, geht doch. Fällt er runter? Ach komm, fall runter. Aha, jawohl. Sehr schön. Okay, gehen wir mal weiter. Der Zauberer sah in ein schimmerndes Licht am Schrein. Niemand war jahrhundertelang in der Lage, dem Schrein aufgrund antiker Magie nahe zu kommen, die den unbekannten Inhalt beschützte. Hey, da steht ja die Dieben. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Dieben und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Ach, noch ein Charakter. Okay. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, wir verstanden nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Okay, so, hier haben wir noch ein Fläschchen. Wie kann ich denn diese Infos wegtun? Das nervt ja tierisch. Ich hab's verstanden, dass ich mein Schwert zuschlag. Na endlich. Hä? Sobald ich zurückgehe, kommt die Info wieder. Alter, ist das nervig. Gott, diese Tooltips. Kann man die ausschalten? Einstellungen. Moment, das Mäuse, Kontrolle. Nein. Sprach, visuelle Einstellungen, Tooltips. Hier, weg. Okay, hier geht's nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Ah, das habe ich geschafft. Okay. Und wie komme ich zu dem hier hin? Alles klar. So, jetzt können wir sie auch wieder einschalten. Alles klar, gehen wir mal weiter. Ah, ich habe ein Schild. Okay.
Aua, da wollte ich nicht getroffen werden. Geht doch. Aua, 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 aua. Bin ich blöd. Okay. Der Ritter sah ein schwaches Licht vom uralten Schrein kommen. Könnte da etwa ein Dieb sein? War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg versperren. Oh, Errungenschaft. Was ist hier los? Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden einfach. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas, das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. Der Zauberer konnte es nicht erklären, aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Oh. Es ist ihre Schuld. Wir müssen sie in Verwahrung nehmen. Sie hat den Schatz des Königs gestohlen. Hast du ein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe? Das finde ich jetzt gut. Es ist kein Schatz. Es ist ein antiker Gegenstand, der Trine. Wow. Ich glaube, er hat unsere Seelen verbunden. Wir kleben so zusammen. Aber sie... Schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Sie wartet auf den rechten Moment zur Flucht. Hoffentlich mit Schatz. Ich denke, ich weiß, wie wir das Gerät zu unseren Gunsten nutzen können. So. Ich noch nicht. Ja gut, ich bin aber schnell. Sehr gut. Wie, die können hier hoch? So, kann er nicht angehen. Kann ich die Pilze kaputt schlagen? Nö, ne? Okay. Ja, schauen wir mal weiter. Gut, der kommt da hoch. Was sind denn diese Kisten immer? Oh, hier haben wir wieder Tränke. Oh ja, das war jetzt nicht unbedingt meine schlauste Idee. Kaputt gemacht. Wow, das sind ja Stacheln. Oh ja, komm. Nicht in die Stacheln hauen. Lass mich. Ah ja, gut, er killt sich erstmal selbst. Nämlich auch. Die machen mir keine Angst. So. Ach so, ich sollte halt einen Zauberer nehmen, ne? So, jetzt nochmal mit Schmackes das Ganze. Sehr gut. Bleiben wir wieder bei der Diebin, die ist mir bisher am liebsten. Ach, wo bin ich da nur reingeraten? Ja, das weiß ich auch nicht, Kollege. Suchen, den Zauber umzukehren, so, um die Magie zu widerrufen. Das Grab des Hüters in den Katakomben hat vielleicht die Antwort. Es ist nicht weit entfernt. Komm schon, stirb! Ah, Tränkchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe vorhin einen übersehen. Hey, da ist ein Geschenk. So, was war das?
Wintergeheimnis? Okay, was bringt mir das jetzt? Noch etwas verwirrend, das Spiel. Ich meine, nicht schlecht, aber verwirrend. So, ich will da hoch. Ah, komm schon. Oje, oje. So viel auch nun wieder nicht. Puh. Nein, viel zu weit. So ist gut. Okay, rechts und links. Und rechts. Und dann da hoch. So. Großer Mana-Trank. Juhu. Alles klar. Ach, das sind immer Checkpoints hier. Aua. Da schlägt er mich. Tatsache, der Kollege. Aua, aua, aua. Aufpassen. Ah, Gesundheitstrank. Sehr nice. Okay. Nur mal eine Runde battlen anscheinend. Aua. Okay, wie komme ich denn da jetzt rüber? Achso, vielleicht ein Zauberer. Kann der hier eine Kiste reinmachen? Boah, Glück gehabt, das war schon. Ey, wo geht's hier hin? Geht's auch zurück? Ne. Okay. Oi, oi. Wow, wow. Oh Gott. Ach, da ist das Skelett. Na, ich komm dir gleich mal hoch, Kollege. Oder du zu mir runter. So. Jetzt aber schneller, schneller. Jawohl. Aufpassen, der Ritter ist schwer. Nein! Da trifft er mich. Was sind das ja eigentlich für coole Kisten? Ja, nee, ist klar. Der Babo hier. Ich hab dich schon kommen sehen. Headshot! Ah, nicht schon wieder so ein Ding. Wieso? Ach so. Das müsste ich jetzt mit dem Zauberer machen. Oder? Nein, ich komme so hoch. Sehr gut. Ich glaube, das war zwar nicht der Sinn, aber. Erstmal eine Kiste. Dann weiter im Text. Oh. Aua! Immer meinen Ritter kassiert, ne? Immer meinen Ritter. Wow! Schade, schade. Oh Gott, der stirbt ja gleich. Aufpassen. Ich muss Heilung mit ihm einsammeln, unbedingt. Was passiert, wenn ich mich hier draufstelle? Okay. Au! Was war das? Hä? Also er kann die Brücke hochhalten, okay. Ach, hier ist auch noch ein Stück. Das ist doch zu wenig, oder nicht? Ja, das ist zu wenig, definitiv. Ja gut, kann unsere Prinzessin da hoch? Falsche Richtung, Chefin. Aua, 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 aua. Ach, man kann die Dinger hier auch verschieben. Dann schiebe ich doch mich selbst runter, oder nicht? Ja. Komm mal ungefähr hierher. Ne, ist auch scheiße. Ne, ist eigentlich gar nicht so blöd. So, lass mal dich mal hier fallen. Dann machen wir hier mal noch eine Kiste hin. Oh,
Oh, jawohl. Uah, da brauchen wir den Dritter wieder. Nein, mein Dritter ist tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war jetzt blöd. So. So, oh, knapp, knapp, knapp. Aua, nein. Dich habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oh ja, nein. Kann ich dich da hinstellen? So. Nein, geht leider nicht. Dann lieber schnell, 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 schnell. Oh, jetzt werden sie bei mir alle regelmäßig gekillt. Ah, kacke. Aufpassen. Aua. Wow. Oh ja, jetzt leben sie wieder. Gut. Falsch, dann machen wir hier eine Kiste rein. Das ist aber eng jetzt. Wenn es jetzt nicht klappt. Ach so, doch. Oh, Prinzessin, macht doch keinen Schabernack. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt da irgendwas noch? Oh, da ist eine Kiste da hinten. Erstmal Skelett. Aua. Ach so, das sind Gewichte. Ja, okay. So. Ah. Ach so, das geht auf mein Gewicht. Oh nö, komm schon. Ey, was ist denn los mit mir? Bleib hier. Jetzt geht doch. So, dann hier drüber. Mach mir hier mal bitte noch eine Kiste. Danke. Reicht auch noch nicht. Au, ja, aber das reicht. Oh Gott, ich steck fest. Bleib mal eben hier. Ich weiß, ach so. Oh, sehr gut. Dann komm du mal wieder hierher. Mach hier mal das. Ach so, dich auch noch. Jetzt. Okay, jetzt stimmt's. Ja. Boah, wo kommt der denn hier? Ja, ihr macht euch ruhig mal selbst kaputt. Sehr gut. Glück für uns, würde ich sagen. Dann hopp. Dass es immer zwei Kanonen sind bei meinem Glück. Jawohl, Checkpoint. So. Achso, du bist nur ein Trank. Naja, komme ich aber auch drüber. Aber das Prinzip mit diesen Dingern hier ist mir sowieso noch nicht so geläufig. Komm her, nicht so schnell. Jawohl. Ich muss aber gar nicht hier hoch, kann das? Muss ich hin? Ist hier irgendwas? Nö. Ich muss hier in die andere Richtung. Achso, jetzt habe ich es mit der Kiste blockiert. Macht ja Sinn. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Ah, das läuft. Sehr gut. So, du. Aua. Geht doch. Oh, da lebt doch noch einer. Wo kommst du denn her? Die sind hinterfort sich, die Skelette. Und was bist du jetzt? Wie soll ich das denn machen?
es weiter, geht 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 es weiter, ja. Oh, da bleiben. So. Alles klar. So. Weg. Du auch weg. Dann brauchen wir sie. Ah, wieso steht hier oben eine Kiste? Ach, wegen dem Mana-Trank. Kann ich den auch in die Richtung? Ja. Sehr schön. Gucken wir mal weiter. Dass immer mein Krieger kassieren muss. Was passiert? Jetzt. Oh, falsche Seite. Hey, das ist doch nicht die Möglichkeit. Geht doch. Geht's hier hin? Oh, zu einer Kiste. Fähigkeiten? Oh, ich habe einen Fähigkeitenpunkt gesammelt. Nice. Nächste Schuhe, der Bogen schießt zwei Pfeile. Erlaubt also zwei gleichzeitig Kisten herbeizuzaubern und gibt den Dritten eine 5% Gegner schwer zu treffen und dreifachen Schaden zu verursachen. Nehmen wir sie, sie taugt mir bisher am meisten. Aber jetzt habe ich nichts mehr, oder? Wo sehe ich denn, wie viele Punkte ich habe? Ich verstehe es nicht. Naja gut, jetzt habe ich jeden mal abgegradet. Ach, sie verballert jetzt zwei Pfeile. Ja. Na, ist doch nicht schlecht. So, schauen wir mal weiter. Sehr gut. Das sieht ja mal richtig geil aus hier. Oh, ich glaube, wir haben das erste Level. Was vor unseren Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Prime befreien könnte. Alles klar. So, meine Lieben, das war's dann. Falls euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder eine geile Bewertung. Würde mich natürlich mega freuen. Bis dahin, macht es gut, haut rein, schönen Tag noch und tschüss.